Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge war ich im Usbachtal unterwegs. Ich habe mich an diesem Tag für Teich 1 entschieden, den Lachsforellenteich. Angefangen habe ich auf Platz 1 und gegen Mittag bin ich auf Platz 2 umgezogen. Zu Beginn ein kleiner Schwenk über die Anlage. Wirklich sehr schön natürlich angelegt, sehr sauber. Direkt an den Seen sind einige Hütten zur Übernachtung. Rundum wirklich eine sehr schöne Anlage, die direkt zum Angeln einlädt. Die passive Route habe ich am Anfang auf Grund gelegt, auftreibend Bienenmarder mit Powerbait und aktiv habe ich mit einem Spoon begonnen. Da an der Oberfläche keine Forellen zu sehen waren, wählte ich den Spoon mit 2,5 Gramm aus. In der ersten halben Stunde tat sich noch nicht viel auf Spoon, somit wechselte ich auf einen kleinen Gummiköder. Ich konnte einige Lachsforellen direkt am Rand vorbeiziehen sehen. Zwei Forellen standen direkt unter dem Uferbewuchs an diesem kleinen Busch. Ich habe sie so lange gezankt mit dem Gummi, bis eine drauf geschossen ist. Hier war die richtige Köderführung die passive. Den Köder habe ich quasi auf der Höhe gehalten und nur ganz leicht im Angezupft. Also nicht wild von links nach rechts, sondern stillhalten, leicht vertikal und dann sind die drauf geknallt. Und bitte nicht verwechseln damit, dass man den Forellen den Köder quasi ins Maul reinführt. So was mache ich nicht. Hier habe ich wirklich den Köder 30 cm weggehalten, langsam geführt, dass es wie ein kleines Würmchen aussah und da ist die Forelle drauf geknallt. Hier konnte ich jetzt einige Forellen an der Oberfläche vor den Einläufen vorbeiziehen sehen. Ich hatte einen 1,6 Gramm Spoon drauf, langsam vorbeigeführt und die knallten direkt hinterher. Ich konnte schon direkt sehen, dass es eine bessere war. Die wird so um die 2 Kilo gelegen haben. Ich habe dann noch kurz die Bremse nachjustiert. Wollte sie jetzt nicht zu grob einstellen, damit der Fisch nicht ausschlitzt. Hat aber leider nicht gesehen, dass unter dem großen Busch ganz in der Ecke auch Baumwurzeln ins Wasser standen. Ja, die Forelle, was machte sie? Zog genau in die Richtung, bis ich das halt gecheckt habe, was halt passieren könnte, ist die Forelle schon um die Wurzel und ich musste dann gleich hinterher. Hier habe ich schon direkt gemerkt, dass ich den Fisch nicht mehr direkt unter Kontrolle habe im Drill, sondern dass ich irgendwo umgeleitet werde. Und das war halt diese dämliche Baumwurzel unter Wasser. Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, muss halt der Prophet zum Berg. Also hin zum Busch und gucken, was noch zu retten ist. Achtet gleich mal auf die Stelle unter dem Busch. Ich musste den Fisch jetzt ein bisschen stärker drillen und dabei konnte er sich dann mit zwei Kopfschlägen vom Spoon befreien. Es ist halt wie es ist, mal gewinnt man, mal verliert man. In dem Moment war mir halt einfach wichtig, dass der Fisch nicht mit dem Spoon abgerissen ist, sondern ohne Haken weiter rumschwimmen kann. Nach gut einer Stunde habe ich dann die Grundmontage nochmal neu ausgelegt, wieder angeködert mit Powerbait und Bienenmarder und direkt zwischen die beiden Einläufe auf den Damm ausgelegt. Die Stelle ist ungefähr 1,50 tief und ich hatte den Köder auf ca. 70 bis 80 cm angeboten. Gerade in diesem Bereich kamen zwischenzeitlich immer mal einige Forellen an die Oberfläche, zeigten sich kurz und damit war die Stelle eigentlich ganz gut ausgesucht, um den Köder auf Grund anzubieten. Was einmal klappt, klappt meistens auch ein zweites Mal. Ich konnte wieder einen kleinen Schwarm Forellen sehen, wieder zwischen den Einläufen. Mit dem gleichen Spoon 1,6 Gramm wieder angeworfen, langsam vorbeigezogen und der Nachläufer kam prompt.
Und da hängt die nächste am Band. Diesmal habe ich aber die Bremse ein bisschen stärker eingedreht, um nicht wieder das gleiche Problem zu haben, dass die Forelle eventuell links in den Busch reinzieht. Dann war erstmal aktiv mit Spoon und Gummi Schluss für mich. Ich konnte weiter draußen einige Forellen sehen, da kam ich aber nicht mehr mit dem Spoon und Gummi hin. Somit habe ich mir dann das Biorute geschnappt, 3 Meter Vorfach dran, schwimmen das Biro, 20 Gramm und Powerbait mit einem kleinen Teigdreher und probierte damit mein Glück, die nächsten Forellen zu überlisten. Der extrem starke Seitenwind machte die ganze Sache nicht leichter, Vorfächer mit 3 Metern punktgenau zu platzieren. Als Angelstelle habe ich mir die gegenüberliegende Seite ausgewählt, wo ich die Köder angeboten habe. Da wo das Haus auf der rechten Seite ist und der Holzsteg, genau dazwischen habe ich den Teig versucht anzubieten. Man muss dabei sagen, dass ich eigentlich schon gern vorher umgezogen wäre, an die Stelle direkt vorne auf dem Damm. Das ist aber nicht möglich, wenn beide Hütten belegt sind, ist quasi der Damm nicht zu beangeln, wenn Feriengäste quasi in den Hütten sind. Wenn die abgereist sind, kann man auf den Damm gehen, wenn beide Hütten belegt sind, darf man es nicht. Das war aber für mich kein Problem, da ich mit der Matchroute und mit dem Spiro weit genug rüberkam, um die Forellen quasi aus der Ecke rauszulocken. Auch an der Stelle muss ich nochmal erwähnen, dass ich sehr überrascht war, wie kampfstark doch die Forellen im Hochsommer hier im Osbachtal sind. Das Wasser hat eine angenehme Kühle und ist nicht so aufgeheizt wie in manch anderen Seen der gleichen Größe. Sie mag sich einfach nicht ergeben, aber jetzt ist sie fällig. Nächster Versuch, gleiche Stelle, gleicher Köder, wieder ein kleiner Teigdreher in schwarz-orange. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass der Köder wirklich einen halben Meter neben dem Holzsteg ins Wasser taucht. Genau da sind die Forellen bis zum ersten Einlauf gestanden. Da war auch schon der Biss.
habe keine 5 bis 6 Meter gekurbelt und die Forellen sind direkt in Köder nachgegangen. So liebe ich das Sommerangeln. Der Drill dauerte jedes Mal ein bisschen, da es schon eine kleine Entfernung von einem zum anderen Ufer war, aber die Zeit nimmt man sich ja gerne. Die Angler, die die Hütte reserviert hatten, waren auch langsam am Einpacken und somit konnte ich dann eine halbe Stunde später den Platz auf dem Damm einnehmen. Und der nächste Biss, wieder am Ufer vorbeigeschleppt, ungefähr 2 Meter Entfernung und die nächste Forelle ist eingestiegen. Das war an diesem Tag nur das richtige Training. Wir sind 4 Wochen später nach Dänemark gefahren und an den größeren Seen in Dänemark angle ich eigentlich generell nur mit der Spiegelrute, Schwimmen und Bade und auch langen Vorfächern. Perfekte Übung für bis dahin. Da sich das Training an diesem Tag ausgezahlt hat, werdet ihr in den Videos von Dänemark am letzten Tag sehen. Da hat es wirklich ordentlich gekracht. Auch hier wieder gleiches Schema, zwischen dem Busch und kleinen Holzsteg anwerfen, vorbeischleppen und warten, bis der Biss kommt. Man konnte die Forellen nicht immer sehen, da sie ein bisschen tiefer standen, aber die standen wirklich da, teilweise auch in 2 Etagen und es dauerte nie lange, bis der Biss kam. In dem Fall habe ich wirklich gemerkt, wie an dem Köder 2-3 Mal eine Attacke war. Trotzdem drehte der Teig noch weiter und irgendwann hat sie dann doch zugeschnappt. Aber die ist bestimmt 6-7 Meter hinterhergegangen, bis sie den Köder ordentlich genommen hat. Ja, und da zog sie natürlich meine Grundroute rein. Ich habe es nicht weit genug weghalten können. Passiert manchmal, ist halt ärgerlich, wenn man mit 2 Routen angelt.
Ich habe dann meinen Mitangler gefragt, ob er gerade die Grundroute reinholen könnte, weil ich musste eigentlich nur einmal mit der anderen Route unten drunter her. Ging aber nicht mehr so einfach, da die Forelle schon ein bisschen Schnur mitgenommen hatte. Und durch die nette Mithilfe der Angelkollegen nebendran war es dann kein Problem. Besten Dank nochmal. Leute, ungelogen, vom ersten Biss aufs Biro mit der Teilkombi bis jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Das ging echt wie geschnitten Brot. Diesmal nahmen die Forellen nicht direkt vorne am ersten Einlauf auf dem Damm den Köder, sondern ich habe bis quasi zu dem ersten auf meiner Seite durchgeschleppt und da kam erst der Biss. Die Köderfarbe war immer noch gleich, immer noch Bauerbeet, schwarz-orange mit Knoblaucharoma. Ich hatte zwar an diesem Tag zwei Kameras dabei, die andere war auf der Coolbox montiert. Meine dritte, die ich sonst immer mit habe, die neuere GoPro, die hatte ich in der Woche einem Kumpel ausgeliehen, der eine Mountainbike-Tour in Österreich gemacht hat. Leider habe ich so nur eine Bildeinstellung gehabt, da die von der Coolbox die Speicherkarte leider den Geist aufgegeben hat. Somit war halt nur die eine Einstellung, die ich verwenden konnte. Ist zwar nicht die beste Perspektive, aber man kann zumindest ein Video zusammenstellen. Wäre sonst schade gewesen um den schönen Angeltag. Auch hier wieder, der Fisch hat ewig lang schon vorher den Köder attackiert, bestimmt so ab der Mitte vom See, und hat ihn wirklich ganz knapp vor dem Busch, kurz vom Ufer, erst genommen, den Köder. Quasi in letzter Minute, bevor ich eigentlich schon dazu übergehe, den Köder langsam hochzuheben.
jetzt konnte ich endlich umziehen. Die Kollegen waren abgereist, die das Ferienhaus gemietet hatten. Erster Wurf direkt am neuen Platz. Den größeren Busch angeworfen mit einem 1,6 Gramm Spoon wieder. Und direkt die erste Attacke. Leider zu spitz gebissen und ausgeschlitzt. Leichter Pendelwurf zum Busch, am Ufer langsam vorbeigeschleppt und die nächste klebt am Spoon. Mittlerweile habe ich dann die Gummirute wieder geholt. Als Köder hatte ich hier den Buffform drauf. Hier ist schon der Biss, der erste, der zweite. Der Fisch geht kurz. Ich gucke immer weiter. Der Fisch nimmt ihn gleich wieder und hängt. So, unter dem Busch standen ungelogen 15 bis 20 Forellen. Man konnte mal kurz sehen, wie sie gekreist sind, dann kamen sie kurz hoch. Man musste aber wirklich genau drunter werfen oder zumindest einen halben Meter annähernd drankommen. Sonst haben die Forellen den Köder gar nicht beachtet. So sind sie zumindest beim Eintauchen vom Köder kurz hinterhergegangen. Wenn sie ihn dann gesehen haben, haben sie ihn meistens aufgenommen. Brauchte ich noch nicht mal bis zum Busch zu werfen. Die Forelle stand relativ nah am Ufer, langsam vorbeigeführt, einmal ein bisschen aggressiver nach rechts und sie hatten direkt genommen.
habe ich den Köder ein bisschen aggressiver gezupft, um die Forelle noch ein bisschen mehr zu reizen. Und wie gesagt, auch hier Nachläufer, heftige Attacke und der Fisch hängt. Das kommt einer der wenigen Fehlbisse, die ich an dem Tag hatte, wo der Gummi nur halb genommen worden ist und der Haken leider nicht im Fischmaul gepackt hat. Kommt vor, aber wie gesagt, ich will nicht klagen, der Tag war trotzdem Bombe. Thank you.
Genauso kann halt manchmal im Sommer die Angelei auf Forellen aussehen. Wenn die irgendwo am Rand stehen und nicht herumziehen und trotzdem aktiv sind, kommt man sie halt nur auf die Art und Weise, dass man sie anwirft, Köder vorbeiführt, teilweise ein bisschen passiver, teilweise ein bisschen aggressiver. So kann man im Sommer, wenn sie wollen, ordentlich fangen. Hier versuche ich unter einem Teppich aus Laub und Gräsern, der durch den Wind angeschwemmt worden ist am Ufer, war ungefähr so 1,50 Meter vom Ufer weg, da habe ich den Wachwurm immer direkt an der Kante vorher runtergelassen, wieder angehoben, wieder absinken lassen, gespielt, von links nach rechts. Und gleich kann man schön sehen, an der Rutenspitze, wie der Biss kommt. Genau, da ist der Biss. Solche Ecken sind eigentlich immer generell top, gerade was angeschwemmt oben an der Oberfläche, Schatten oder Deckung bietet für Forellen, da stehen hundertprozentig ein oder zwei drunter. Im Idealfall manchmal auch ein Saibling, die sich auch gern unter solchen Sachen verstecken. Jetzt kommen wir auch gleich schon zum Highlight an diesem Tag für mich. Habe ich so auch noch nicht erlebt am Forellensee, aber ich will nicht vorgreifen, seht selber. Ich war extrem erstaunt, was alles auf dem Gummiköder beißen kann, außer Forellen. Der Biss, der gleich kommt, da ist er schon, der war wie ein Hänger. Ich dachte erst, irgendwo vielleicht an einem Holz, und dann wurde die Rute krumm und der Fisch zog. Ich habe kurz einen Schatten gesehen, der relativ lang war, und tippte erst vielleicht auf den Stör, dass der den Köder genommen hat. Aber ein Stör war das bei weitem nicht. Natürlich geht in einem so einen Moment dann die Kamera in die Grätsche, der Akku war leer. Das ist der Fisch, 88 cm Hecht, auf dem Bachwurm gefangen. Ohne Worte. Gott sei Dank waren Leute dabei, die das gesehen haben. Das war echt ein Bombentag im Osbachtal. Ich war sehr überrascht, die Anlage ist wirklich bildschön. Das Fangergebnis ist für mich zweitrangig. Das Drumherum hat mir sehr gut gefallen. Ich werde in Sicherheit wiederkommen. Dann hoffe ich mal mit einer besseren Kameraausrüstung, dass sie wieder vollständig ist und auch die Akkus alle geladen sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, fahrt ruhig mal zu der Anlage hin. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.